egal, wer, wie oder was sie sind. Wir sind hier versammelt im Namen des Herrn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserer Andacht heute an einem Ort, den Sie vielleicht gar nicht so kennen. Wir befinden uns hier direkt unter der Kirche, im Keller, im alten Teil des Gemeindehauses. Wir haben hier eine kleine Galerie eingerichtet, weil die Wand hinter mir war sehr feucht und wir haben sie aufwendig renovieren müssen. Und damit die Feuchtigkeit diffusieren kann, dürfen wir dort keine Bilder aufhängen. Und da habe ich gedacht, da gucken wir mal, was wir an Figuren noch im Fundus haben und haben so eine kleine Galerie errichtet. Ich habe Ihnen heute eine Schriftstelle mitgebracht, die ist aus dem Lukas-Evangelium aus dem 4. Kapitel. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er öffnete es und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch und gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Und wenn wir von dem Keller von eben eine Tür weitergehen, dann kommen wir in die Pfarrbibliothek oder vielmehr die ehemalige Pfarrbibliothek. Sie ist aufgegeben, aber ein paar Buchbestände sehen Sie hier noch. Es hat sich im Laufe der Zeit zu einer Geben- und Nehmen-Bibliothek entwickelt. Manchmal kommen Menschen nach dem Gottesdienst, suchen sich hier und da ein Buch aus oder suchen nach einem Kinderbuch, das der Nachwuchs noch nicht kennt. Neulich bekamen wir einen ganzen Karton aus einem Nachlass, eine ganze Kochbuchsammlung. So erweitert sich diese Bibliothek und steht allem zur Nutzung zur Verfügung. Ich bin gern hier unten und wenn man dann mal einige Bücher aufschlägt, findet man alle Geschichten, die das Leben beschreibt. Beim Lesen entstehen Welten und nichts Menschliches wird dort ausgelassen. Sie finden dort Dramen, Liebe, Verzweiflung, Eifersucht, Krieg und Frieden, Versöhnung, Hoffnung und Sehnsucht, alles, was zum Leben gehört. Und beim Lesen entstehen diese Welten und ich bringe das, was sich dort in meinem Kopf bildet, mit meinem eigenen Leben zusammen. Und das hilft mir, manche Situationen in meinem Leben zu deuten und zu erkennen, wer oder was ich eigentlich bin. Dann haben wir hier in der Bibliothek auch noch ein paar Bibeln stehen. Und wenn Sie diese Bibeln aufschlagen, dann finden Sie darin die gleichen Geschichten, das satte, pralle Leben. Dort haben Menschen ihre Erfahrungen im Laufe der Geschichte mit Gott aufgeschrieben. Und auch da findet sich alles wieder, was das Leben ausmacht. Und wenn ich diese Geschichten lese, wenn ich die Bibel aufschlage, werde ich vielleicht die ein oder andere Geschichte und Situation wiedererkennen und es hilft mir, mein eigenes Leben zu deuten. Es kann mir Hilfestellung geben, in Situationen zu sehen, wie haben Menschen reagiert, wie sind sie damit umgegangen und es gibt mir Erkenntnis, wie mein Leben gelingen kann im Hinblick auf mich selbst und den anderen. So möchte ich Ihnen raten,
Schlagen Sie ruhig hin und wieder mal ein Buch auf. Lesen Sie. Es ist spannend und es tut gut. So lasset uns beten. Gott, durch dein Wort wurde die Welt erschaffen. Du sprachst und es wurde. Schenke auch uns Worte, die Welten erschaffen. Worte, die den anderen leben lassen. Worte, die aufbauen und verzeihen. Worte, die Mut machen und hoffen lassen. Worte, die das Unaussprechliche aussprechen. Sei du in unserem Herzen und auf unserer Zunge, wenn wir sprechen. Amen. So sehen Sie zum Abschluss unserer Andacht noch einen anderen Teil der Kellergewölbe. Es ist der Durchgang zum neuen Gemeindehaus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Gesegnet sei jeder Morgen, der uns einen neuen Tag schenkt, als Zeichen der Auferstehung. Gesegnet sei jeder, der uns begegnet. Das Kind, das uns zulächelt, der junge Mensch, der uns herausfordert, der Partner, der unsere Zuwendung braucht. Gesegnet sei jedes Wort, das uns gesagt wird. Jede Hand, die uns berührt, jeder Weg, der mit uns geteilt wird, jede Freude, die wir einander schenken, jeder Trost, den wir geben können. So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.